herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es um die Ego One Mega V2, also sprich der Nachfolger V2. Mega in dem Fall, weil wir hier die 22mm Version haben mit 4ml Tankvolumen und 2300mAh Kombi Akku. Wie das zu funktionieren hat, wie man es in Betrieb nimmt, was man damit machen kann, das seht ihr im heutigen Tutorial. In so einer Verpackung wird die Ego One Mega V2 dann geliefert. Abbildung von dem Gerät auf der einen Seite, auf der Rückseite ein bisschen Marketingtext, den Lieferumfang. Wir haben zwei Verdampferköpfe, die sind also die CL Pure Cotton Heads, einmal mit 0,5 und einmal mit 1,0 Ohm Widerstand. Zwei Mundstücke, USB-Kabel und die Bedienungsanleitung. So, also hier haben wir dann das USB-Ladekabel zum logischerweise Aufladen von dem integrierten Akku. Wir bekommen eine Multisprachenanleitung, unter anderem auch Deutsch. Die erklärt euch dann nochmal im Detail, wie ihr befüllt, wie ihr aufladet, was ihr damit machen könnt. Dann eine Garantiekarte mit dem Authenticity Check, um zu schauen, ob ihr auch ein echtes Gerät der Firma Joyetic in den Händen haltet. Ein Kunststoff-Drip-Tip, falls euch das aufgeschraubte Edelstahl nicht zusagen sollte, dann könnt ihr das gegen dieses hier tauschen. Und dann die beiden Verdampferköpfe, wie gesagt, einmal mit 1,0 Ohm, einmal mit 0,5 Ohm. Und dann natürlich das Gerät selber, sprich hier in der silbernen Variante, die Ego One Mega V2. Der große Feuerknopf, auch wie bei seinen kleinen Geschwistern. Auch hier haben wir unten ein Entgasungsloch und der Verdampfer lässt sich dann einfach hier abschrauben von diesem Kombi-Akku. Das ist dann der Akku. Hier ist auch der USB-Port mit einer Ladeanzeige. 2300mAh insgesamt. Durch den typischen 5-Klick macht ihr das Gerät an, bis das Ganze leuchtet. Und auch hier könnt ihr zwischen dynamischer und konstanter Ausgabe der Leistung umstellen, je nachdem, was ihr bevorzugt. Dazu müsst ihr das Gerät wieder ausmachen mit dem 5-Klick. Und dann haltet ihr einfach den Feuerknopf so lange gedrückt, bis die LED wieder aufleuchtet, jetzt in dem Fall weiß. Und dann könnt ihr das Gerät anschalten und jetzt ist es in diesem Modus. Und jetzt machen wir es wieder aus und drücken das wieder lange und dann wird es orange aufleuchten. So. Und so schaltet ihr zwischen den Modi hin und her. Den Verdampfer selber, da zoomen wir mal ein bisschen näher ran. 4ml Tankvolumen, Edelstahl, Pyrex-Glastank, Drip-Tip könnt ihr wie gesagt gegen das mitgelieferte Kunststoff-Drip-Tip austauschen. Also falls euch das lieber ist als ein Metall-Drip-Tip, dann könnt ihr das machen. Die Airflow befindet sich hier unten, dieser Schlitz und das wird reguliert bis zu einem Anschlag. Das heißt, ihr könnt dann je nachdem, was für einen Luftzug ihr haben wollt, wie streng ihr es haben wollt, das einstellen. Und um den Verdampferkopf einzuschrauben, dreht ihr die Base unten ab. Und jetzt könnt ihr hier einfach einen Verdampferkopf einsetzen. Den 0,5er setzen wir dann einfach ein. Einfach hier in das Gewinde reinsetzen, drehen, bis er handfest sitzt. So. Befüllt wird das Ganze von unten. Das heißt, hier außenrum gebt ihr einfach das Liquid eurer Wahl dann ein. Einfach hier ansetzen und draufdrücken. Und das Liquid reinlaufen lassen. So. Dann zusammensetzen und zusammenschrauben. Und wenn der Verdampferkopf, den ich jetzt gerade eingesetzt habe, offensichtlich noch nie Liquid gesehen hat, dann lasst es einfach 5 bis 10 Minuten stehen. Dann hat die Watte genügend Zeit, sich voll mit Liquid zu saugen und ihr habt keinen verbrannten Geschmack. Beziehungsweise ihr schrottet euch nicht den gerade eingeschraubten Verdampferkopf. Deswegen handhabe ich es immer so, Liquid rein, einfach mal 10 Minuten stehen lassen und erst dann loslegen mit dem Dampfen. Dann schraubt ihr das Ganze zusammen und nach der Wartezeit können wir das Gerät dampfen.
So, jetzt habt ihr sie gesehen, die Ego One V2 Mega. Wie gesagt, 22 mm Durchmesser, das heißt, ihr könnt natürlich den Kombi-Akku mit jedem 22 mm dann randlos hier aufsetzen und könnt den damit auch benutzen, ganz klar. Also falls ihr andere 22 mm Verdampfer habt, könnt ihr die damit kombinieren und wiederum den Verdampfer natürlich dann auf jedem anderen Gerät auch einsetzen. Und dass das Ganze dampft, machen wir mal den Test. Kommt ordentlich was rüber und ja, schönes, kleines, starkes Kerlchen, wie die meisten Ego Ones natürlich, die in einem kompakten Gerät mit kleinen Verdampferköpfen anständiges Dampfvolumen raushauen. Und ihr habt ja die kleinen Verdampferköpfe gesehen und dafür ist die Dampfmenge also mehr als akzeptabel, finde ich. Ja, das war sie also, die Ego One V2 Mega. Bis demnächst. Ciao.